einen drauflegt. Und Quentin Seigl ist auch ein guter Mann. 50-28 schon. Er ist auf dem Sprung auf eine Zeit von unter 49 Sekunden. Sali, mein Name ist Quentin Seigl. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus dem badischen Offenburg. Meine absolute Leidenschaft ist der 400 Meter Hürdenlauf und mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Geblieben als Zweiter in Biberach und dann mit der 39 Quentin Seigl aus Offenburg. Viertbester im Vorlauf, Quali. Das war das Zeichen, was uns, glaube ich, andeuten wollte. Das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch oft stelle. Natürlich ist das eine knüppelharte Disziplin, die einen hohen Aufwand fordert und wahnsinnig anstrengend sein kann. Man muss über sehr viele Fähigkeiten verfügen, wie zum Beispiel Schnelligkeit, Kraftausdauer, Beweglichkeit, Hürdentechnik und Rhythmusgefühl. Das ist also eine äußerst anspruchsvolle Disziplin und gerade das reizt mich unglaublich. Außerdem macht mir das Hürdenlaufen, schon seit ich ein kleiner Junge bin, wahnsinnig viel Spaß. Und ich finde, dass die Hürdenbewegung eine sehr ästhetische ist. 20 Europameister 2009 gewesen, dann Quentin Seigl von der LG Offenburg, der vierte der deutschen Meisterschaften des vergangenen Jahres. Im Vorlauf die drittbeste Zeit gelaufen. So einiges. Der 400 Meter Hürdenlauf ist in erster Linie eine Sprintdisziplin. Also benötigt man Schnelligkeit. Diese Schnelligkeit sollte man jedoch 400 Meter lang halten können. Also braucht man die nötige Laktattoleranz und sehr, sehr viel Kraftausdauer. Dazu kommen die perfekte Hürdentechnik, Rhythmusgefühl und der absolute Wille zum Gewinnen. Außerdem bringt reines Ballern über die 400 Meter Hürden gar nichts. Man muss schon mit Köpfchen rangehen, cool bleiben und gelassen sein. Nur so kann man wirklich an seine absolute körperliche Grenze gehen und den Lauf gewinnen. Der ist nicht zu halten. Der zeigt sich auch hier in einer Topform. Aber dahinter Tobias Giel, sehr, sehr stark auf der Bahn 5. Außen noch Quentin Seigl. Vorne gewinnt, locker und leicht Silberschirmmeister in einer Topzeit. Ich bin seit 2008 Student an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und habe eben neben Studium und Leistungssport leider keine Zeit für einen Nebenjob. Als Leichtathlet kann ich vom Sport alleine nicht über die Runden kommen, weswegen ich mich wahnsinnig freuen würde über eine finanzielle Unterstützung. Ich möchte aber auf gar keinen Fall betteln oder um irgendwelche Beträge feilschen. Also wenn ihr mich sympathisch findet und meinen Sport mögt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über eine kleine finanzielle Unterstützung von euch. Vielen Dank.